Heute geht es bei uns um Bands, die ohne die deutsche Einheit wahrscheinlich nie so erfolgreich geworden wären. Und dazu gehören auch Tokyo Hotel. Die beiden Frontmänner sind am 3. Oktober 1990 zwar noch Kleinkinder, aber das aus ihrer Teenie-Band in der ostdeutschen Provinz später ein international umjubeltes Popquartett wird, das verdanken auch sie den neuen Möglichkeiten im wiedervereinten Deutschland. Tobende Fans und wackelnde Kameras. Solche Bilder begleiten die vier Musiker von Tokyo Hotel seit einem Dreivierteljahr auf ihrer Tournee um die Welt. Ihr aktuelles Album heißt Kings of Suburbia, Könige der Vororte. Da kommen wir ja auch her. Ich meine, da sind wir alle aufgewachsen und da sind wir zur Schule gegangen und so. Und das ist einfach, für mich ist das so ein Lebensgefühl. Man ist ja immer, man hat dann immer, wenn wir vier auch zusammen sind, wir haben dann so, man fühlt sich dann immer toll und wir sind alle, machen den ganzen Tag Witze und wir haben so eine Energie, die einfach entsteht, wenn wir alle zusammen sind. Ich glaube, so ein Gefühl, das hatte ich als kleiner, das zieht sich so durchs ganze Leben einfach. Das hatte ich als kleiner Junge, wo wir mit dem Fahrrad durch Lotsche gefahren sind. Die ostdeutsche Gemeinde Lotsche liegt etwa 10 Kilometer nördlich von Magdeburg. Hier wachsen die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz nach der Wiedervereinigung in den 90er Jahren auf. In einer der wirtschaftlich schwächsten Regionen der Republik. Musik hilft ihnen gegen die Langeweile. 2001 gründen sie mit zwei Freunden die Band Devilish. Habt ihr schon mal einen Auftritt vor mehr als fünf Leuten gehabt oder ist das eigentlich die Regel bei euch? Nee, fünf Leute. Also fünf Leute sind es meistens. Also habe ich gehört, stand in der Presse. Ja, also manchmal sind auch zehn oder zwölf. Ja. Okay. Zwei Jahre später holt ein Talentscout die Schüler in die norddeutsche Metropole Hamburg. Dort werden aus Devilish Tokyo Hotel. Und gleich ihre erste Single wird 2005 ein Hit. Bill und mich, auf jeden Fall war es immer klar, Musik zu machen. Also weil wir haben halt auch, wie gesagt, schon ganz früh damit angefangen und von daher wollten wir immer nur Musik machen. Die ostdeutsche Schülerband schafft, was nur wenigen anderen gelingt. Mit deutschsprachigen Songs erobert sie zunächst Europa, dann auch die USA und Lateinamerika. Tokyo Hotel werden zu einem globalen Teenie-Phänomen und heimsen zahlreiche Preise ein. Die vier Teenager wachsen im Rampenlicht auf. Doch vor allem die Zwillinge erleben auch die Schattenseiten des Ruhms. Die Boulevardpresse wittert bei Tokyo Hotel immer wieder Skandale. Eigentlich kann man sagen, dass 95% der Sachen, die in der Zeitung stehen, sowieso alle nicht stimmen. Das sind immer ein Fünkchen Wahrheit irgendwo, aber das sind 95% falsche ausgedachte Sachen, also frei erfunden. Es ist immer noch so, dass ich manchmal denke, warum sind wir da so beliebt, ne, bei den Leuten, die dann oft denken, sie müssen so Sachen über uns schreiben, wo ich mir denke, Mensch, da können sie nicht mal wen anders raussuchen. Inzwischen antwortet die Band gerne mit provokanten Musikvideos und sorgt damit für weiteren Gesprächsstoff. Tokyo Hotel, eine außergewöhnliche Karriere, die in der ostdeutschen Nachwendezeit begonnen hat. Die Jungs sind erst Mitte 20 und haben schon so eine Karriere hinter sich. Wahnsinn!